Hallo und schönen guten Abend und Prost als allererstes. Wir haben jetzt 3.57 Uhr nachts, quasi am Freitagmorgen. Ich befinde mich hier auf dem PTR von Diablo 3 in der Season 26 mit einem Paragon 886er WD und ich habe natürlich schon viele Sachen getestet. Ich habe es gerade eben noch gestreamt und habe mir jetzt kurz ein paar Sachen niedergeschrieben, quasi alles, was ich im Stream getestet habe, was ich daraus so gewonnen habe. Und das Ganze wollte ich euch jetzt hier mitteilen. Manche, die im Stream waren, haben es schon mitbekommen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt jetzt danach, haut es auf jeden Fall in die Kommentare rein, was ich noch testen soll auf dem PTR. Ich werde mir sicherlich mal den Crusader und den Bard noch ansehen. Aber jetzt hier geht es erstmal um alle allgemeinen Sachen, wie Season-Thema und Grift-Änderungen und noch ein paar Probleme auf dem PTR. So, und ich würde sagen, fangen als allererstes mit den normalen Grift-Änderungen an. Ja, da sind ja zusätzliche Maps hinzugekommen und es sind andere Maps rausgeflogen und die Mob-Types wurden angepasst. Bei den Mob-Types habe ich mir natürlich noch keine genauen Prozente aufgeschrieben, wie gut die neuen Mob-Types sind. Aber ich kann was zu den neuen Maps sagen. Und zwar ist ja quasi die große Desert-Map hinzugekommen, der Friedhof und Fields of Misery. Und das sind wirklich genau die Maps, die wir aus den normalen Rifts kennen. Also wirklich das riesige Desert-Layout, wo in der Mitte dieses Plateau ist und es nach draußen geht. Und du am Anfang quasi aus der Ebene von Sultum Kull rauskommst. Also diese gigantische offene Map haben die in Great Rifts reingeklatscht. Ist schon ein bisschen broken. Also da sind auch dann 6 bis 7 Elite auf der Map und Masse an Trash und... Denn Barb kann halt super alles zusammenpullen, weil alles ultra offen ist. Du machst da ein, zwei Pulse auf der Map und bist durch. Genau wie der Friedhof, auch klassisches Friedhof-Layout, alles so dicht aneinander geklatscht, wie wir das Ganze mal halt aus dem Rift kennen. Auch sehr, sehr stark. Ich glaube, das sind auch 6 bis 7 Packs. Müssen wir mal genau gucken. Und auch Fields of Misery, genau die Map, wie wir sie halt kennen. Also, das sind genau die Rift-Maps. Ich dachte nicht, dass sie das so OP reinhauen. Ich hätte schwören können, dass sie das safe nochmal irgendwie... verändern, anpassen, wie sie es bei anderen Maps auch gemacht haben. Ich sag mal, Shrouded Moors in einem normalen Rift sieht auch nicht so aus wie das, was wir im Great Rift haben. Das wurde auch umgebaut, andere Layouts verwendet. Aber das haben die genauso übernommen und damit sind die neuen Maps dann nochmal mehr OP als sowas wie eine Battlefields, Festring oder Silver Spire, was ein bisschen sehr OP ist. Und als nächstes kommen wir dann zu den Oryx Dream Rifts, diese neuen Arten von Rifts, die es dann gibt quasi. Leute, wenn du einen Rift aufmachst, hast du einfach mal random so einen Oryx Dream Rift. Ich habe jetzt auf dem PTR, wenn ich hier gucke, Shift-P, ins Profil gucke, ich habe 23 Rift-Sins gemacht auf dem PTR und ich habe nur 3 normale Rifts gemacht, also 20 Greater Rifts. Innerhalb dieser 20 Greater Rifts hatte ich einen Oryx Dream Rift. Ich werde auf dem PTR noch ein bisschen in Non-Season fischen, einfach mit vielen Keys und schau mal, wie viele Oryx Dreams ich auf wie viele Keys bekomme, um da so einen groben Schnitt zu rechnen. Bis jetzt kann ich da noch wenig zu sagen. Bis jetzt habe ich wirklich nur einen auf meine 20 Keys bekommen. Kann natürlich auch nur Lucky gewesen sein oder das ist eine normale Statistik. Aber ja, schauen wir auf jeden Fall noch nach. Aber die Oryx Dream Rifts erkennt man auf jeden Fall, weil oben rechts in der Ecke steht kein normaler Greater Rift Floor, sondern Oryx Dream auf jeden Fall. Dann erkennt man das. Und am Rande seines Bildschirms hat man so einen leicht blauen Schimmer. Dann erkennt man die Dinger aus. So. Oryx Dreams, bei mir war der eine Oryx Dream jetzt wirklich 10 Ebenen lang und das waren halt dann nur gute Maps. Also Festering Woods, die neue Desert Map, der neue Friedhof, Fields of Misery, aber auch sowas wie die Wüste und Shrouded Moors, also die so im Viereck gehen, die jetzt nicht als God Rift Maps zählen, aber als gute Maps. Und die Mob-Types darauf waren auch von okay bis wirklich sehr gut, also schon sowas wie groteske Zombies, Accursed, Kultisten, Geister-Mob-Type. Aber dann auch sowas wie Big Spiders, was eher nicht gut ist. Der Mangler und Skelett-Executioner-Mob-Type, der auch okay ist, aber nicht so gut. Also von mittel bis gut quasi ragen da die verschiedenen Ebenen und die verschiedenen Mob-Types, die da rollen. Also da ist nicht alles godlike perfect. Plus die Layouts. Ich hatte auf Ebene 10 ein Festering Woods Layout, was halt wirklich das schlechteste Layout ist, was es gibt. Mit nur diesem, mit diesem Layout, wo halt dieser dünne Durchgang in der Mitte ist. Wo du absolut nichts vorbeipullen kannst. Also ganz, ganz, ganz schlechtes Woods-Layout in einem Oryx Dream. Davor waren ein paar Mal Four-Corner-Festering. Aber ja, einmal auf jeden Fall auch absolute Kacke. Und ja, der Boss natürlich, stand ja auch nichts in den Patch-Notes drin. Der Boss rollt ja auch noch random aus. Also ein Oryx Dream Rift ist nicht perfekt ein Gore-Drift, weil wenn am Ende Pirendi kommt und du hast ein Bild, mit dem du nicht legen kannst, ist trotzdem RIP. Oder wenn das Kandil kommt, Versalius, können immer noch schlechte Bosse kommen. Ich hatte jetzt in meinem einen Butcher, der kann auch ziemlich dangerous sein für viele Builds, also... Ich denke mal nicht, dass sie da Bosse ausgeschlossen haben. Es ist nur auf gewisse Mob-Types und Maps halt sozusagen spezifiziert, dass da ein paar halt rausgelöscht wurden. Ich hatte auch einen Conduit, aber ansonsten glaube ich gar keine Pylons, oder? Ich glaube, ich hatte noch ein paar vielleicht noch irgendwo. Aber jetzt nicht irgendwie perfekt hingelegte Pylons oder sowas, so war das auch nicht. Also schon gute Maps auf jeden Fall und gute Mob-Types.
aber jetzt nicht alles perfekt. Wäre auch sehr schlimm, wenn alles perfekt ist, und ich hoffe auch, dass die Auric Dreams Rift nicht zu oft kommen, weil ansonsten würde das so ein bisschen den Reiz aus dem Great Rift Fishing rausnehmen. Great Rift Fishing ist so ein Teil ja vom Endgame in Diablo 3, um halt zu pushen quasi fürs Leaderboard, und das hat auch immer einen ganz coolen Reiz für mich persönlich. Andere Leute finden Fishing immer sehr nervig, immer dieses rein-rausgehen. Rein-rausgehen ist ziemlich nervig, dafür können wir jetzt extra Rifts closen, funktioniert auch wunderbar, kann ich auch mal wunderbar zeigen. Ja, aber es macht halt einen Reiz aus, wenn man dann mal nach sehr vielen Versuchen, nach stundenlangen Zeitinvestment einen richtig, richtig guten Rift bekommt. Das ist immer so ein Glücksmoment. Wie in, ich vergesse jetzt mal mit Diablo 2, wenn du nach 100, 200, 300 Diablo-Runs irgendwann mal eine gute Rune bekommst. Das ist ein Wow-Moment. Wenn ich nach, keine Ahnung, 10, 20 Stunden Great Rift Fischen mal einen guten Rift bekomme, den anspiele und den auch schaffe, ist das für mich ein Wow-Moment. Wenn dieser Wow-Moment aber wegen diesen Auric Streams öfter kommt, wird es weniger was Besonderes. Das nimmt da den Reiz natürlich raus. Also ich hoffe, die sind so selten, dass, keine Ahnung, grob alle 100 Rifts könnte mal so ein Auric Stream kommen, weil die sind schon sehr gut. Also zur Not, wenn du auf der ersten Ebene nur einen Shrouded Moors hast mit so einem, keine Ahnung, Mängler-Mob-Type, gehst halt irgendwie mit zwei, hast dann eine Wutz mit groteske Zombies. Du weißt halt safe immer, dass das Follow-Up auf jeden Fall eine gewisse Qualität hat, gut ist. Dass da nicht Dreck kommt danach, jetzt eine Höhle oder eine Bastionstiefe, ne? Und dadurch sind die Dinger schon ziemlich gut. Ja, das kurz mein Punkt auf jeden Fall zu Auric Dream Rifts. So, kommen wir jetzt dann aber zu dem Neuen quasi, worauf alle so ein bisschen gewartet haben, und zwar die Echoing Nightmares, was das genau ist. Und dafür wollte ich nur kurz sagen, Keys für die Echoing Nightmares, die sehen so aus hier, das sind diese Petrified Screams. Die bekommt man aus dem Bag of Fortune aus dem PTR oder halt am Ende von Greater Rifts droppen die Dinger einfach. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich in jedem Greater Rift eins von den Dingern bekommen. Immer nur eins, keine zwei. Und sogar in einer Greater Rift ist am Ende eins gedroppt. Also hat irgendwie nichts mit der Great Rift Höhe zu tun. Irgendwie kam immer safe eins. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Luck war oder ob das wirklich so ist, dass immer safe ein von den Dingern droppt am Ende von Greater Rift. Keine Ahnung. Das war meine Statistik so auf dem PTR. Und da droppen auch fünf Stück raus aus dem PTR-Bag vom Händler. So. Man schmeißt die Dinger dann in den Cube rein quasi, drückt auf den Knopf, wie bei einem Flechting, und da öffnet sich hier so ein silbernes Portal. Ein silbernes graues Portal, das sieht ziemlich cool aus. So, und was ich euch noch zeigen wollte, hier in meinem Inventar habe ich schon diese Whisper of Atonement. Das sind die Augment Gems, die droppen auch aus dem Bag of Fortune raus, aber die droppen auch am Ende hiervon. Je nachdem, wie hoch man es schafft, droppen entweder welche unter 100 oder ich habe nur maximal 100er bekommen. Ihr seht natürlich, oben haben die Rank 100 von 150. Bedeutet ganz normal, bei Greater Rifts könnt ihr die weiter hochleveln und die auf 150er bringen. Für 150er Augments. Entschuldigung. So. Was man aber hier auch machen kann noch, was ich noch zeigen wollte, und dafür wollte ich, ey, okay, das war gerade Fail. Dafür wollte ich eine Badike reinschmeißen, um mal direkt einen Punkt noch zu zeigen von den Echoing Nightmares, und zwar, man kann Schreineffekte reinnehmen. Ich habe wunderbar auf meinem Begleiter, habe hier Close of Worship an. Leute, wenn ich jetzt auf die T16 ins Kau-Level gehe, suchen wir uns jetzt mal ein, zwei Schreine. Und dann zeige ich euch auch, glaube ich, wie das Ding abläuft und erkläre dazu noch ein bisschen was. Ich habe mir da ein paar Notizen zugemacht. Natürlich dauert es jetzt ewig, bis ich einen Schrein habe. Einmal Fleeting. Der hält jetzt 10 Minuten. Ne? Haben wir vielleicht noch einen, der sinnvoll ist. Nein, leider nicht. Und hier natürlich 20 Meter laufen hier. Cool, können wir uns auch nehmen. Hier haben wir nochmal Empowered. Der ist wenigstens ein bisschen sinnvoll. So. Ich habe noch nicht getestet, ob man Pylons reinnehmen könnte. Höchstens Gegner E-Speed Pylon, weil andere anderen verschwinden, wenn man in die Stadt geht. Ja. So, jetzt habe ich hier mit drei Pylons, drei Effekte zumindest geholt. Hier Fleeting, Empowered und Frenzied. Und auf jeden Fall kann ich damit hier reingehen in Echoing Nightmare. Bin ich jetzt auf einer winzig kleinen Map in so einer kleinen Arena, da rollen noch verschiedene aus und ihr seht hier, ein paar Sekunden beginnt das. In den vier Ecken von der Arena sind immer vier Pylons. Immer Channeling, Shield, Power und Conduit. Und jetzt spawnen hier Gegner. Und hier gibt es so ein Overwhelm-Balken und ein Current-Tier. Wenn du Gegner tötest, geht der Balken runter. Du kämpfst quasi hier drin gegen diesen Balken an. Wenn der Balken voll ist oder du stirbst, dann hast du verloren. So. Und desto schneller die Gegner spawnen, desto schneller du kämpfst. Tötest hier die Gegner, desto schneller geht dieses Current-Tier-Level hier hoch. Das Tier ist aber nicht vergleichbar mit einem Great Rift-Tier. Wenn da 150 steht, sind die Gegner noch nicht auf einer Schwierigkeit von einem 150er Greater Rift-Tier drin.
Das konnte ich vergleichen, weil ich war schon bei 154 hier drinne. Habe aber gerade mal Great Rift 114 geschaffen. Das war schon relativ close auf dem PTR. So, jetzt würde ich einfach weiter Gegner und es kommen immer weiter halt verschiedene Gegner. Das ist schnell die Kille und die werden immer ein bisschen schwieriger. So, und hier rollen auch verschiedene Mob-Types aus. Ich habe jetzt hier so kleine Kriechviecher und Primordial Scavenger. Hier könnten auch Ghule kommen, Kultisten. Das könnte auch eine bisschen andere Map sein. Das sind quasi alles diese Maps, die man aus den roten Portalen kennt, von Bounties. Kennt ihr die vielleicht hier? Leodix Innenhof. Immer so kleine Minimaps. Oder auch hier damals noch aus der Diablo Beta, die PvP-Maps. Diese eine Wüste gibt es da, die nicht aussieht wie die Ebene von Magda. Solche Ebene auf jeden Fall. Hier, guck mal, jetzt brauchen die Gegner noch ein kleines bisschen, bis sie sterben. Wenn ich die Schreine übrigens anklicke, ich habe Nemesis am Schienen auf meinem Begleiter, kommen da Elite raus. Aber die Elite sind quasi wie auf Torment-Stufe. Bedeutet, die sterben eigentlich instant, die sind wie auf T16. Ja, und geben auch nichts für den Balken irgendwie. Und weil die droppen Atem und auch ab und zu mal ein Legendary dann. Weil die wie auf T16 skalieren, einfach die Elite, die da rauskommen. Ganz weird. Man darf hier drinnen übrigens auch Gear wechseln. Darf man Gear ausziehen, wie ich will. Skills wechseln kannst du leider nicht, weil du immer im Fight bist. Und im Fight kannst du keine Skills wechseln. Aber du könntest dir theoretisch deinen Schmuck wechseln. Könntest was anziehen, wo ein Bane of Powerful, ein Verderben der Mächtigen drin ist. Dann einen Schein anklicken, das Elite daraus instant töten. Und du hättest den Buff vom Mächtigen Gem und würdest dann wieder Schmuck wechseln. Und würdest den Buff behalten. So, ihr seht übrigens meine Effekte, die sind immer noch aufrecht. Ich habe das Ganze auch auf HC getestet. Wenn ihr auf HC hier dann sterbt, seid ihr permanent tot. Also, dadurch, dass die Gegner immer schwieriger werden, immer mehr Leben bekommen, immer mehr Schaden machen, solltet ihr auf HC aufpassen, dass ihr erst reingebt, wenn ihr ein Bild habt, der gut Toughness hat. Dass ihr eher daran sterbt, weil ihr irgendwann nicht mehr genug Schaden macht und der Balken voll ist, quasi. Dass ihr nicht gegen die Gegner ankommt. Ja. Jetzt mache ich hier mal ein bisschen weiter, stelle mich in mein Oculus-Feld rein. Bei 115 brauche ich noch keinen. Den Pilots nehmen. Ich mache es immer so, ich nehme den Shield Pilot meistens erst, wenn ich geprockt bin. Auf die Pilots funktioniert auch Flavor of Time. Also mein Shield Pilot wird auch 2 Minuten geben. Der Conduit wird eine Minute gehen und so. Ach, und jetzt ist der erste Klon gespawnt. Wisdom of Ubaru. Ihr seht jetzt hier so ein WD-Klon, wie man ihn von Diablo kennt oder aus der Klone-Season. Und da würde er jetzt nämlich fighten, wenn er nicht gerade CC'd wird. Der ist halt von meinen Frostbind gefreezed. So, da ist er gerade weggelaufen. Der hinterlässt auch so eine goldene Spur ab und zu. Und wenn du ihn tötest, dann release er auf dem Boden so ein Pentagramm und kurz danach kommt eine Welle aus Blut. Die würde dann die Trash-Mobs töten. Leute, wenn ich mich auf den fokussieren würde, könnte ich damit meinen Trash wegkillen, aber der rennt halt weg. Ist so ein bisschen Shizzer-like. So, und der Conduit hier drin, das skaliert auch nicht mit dem Damage von den Gegnern. Ich weiß nicht, ob er mit deinem Gear skaliert oder skaliert wie auf T16 quasi in dem Falle. Oder einfach eine fixe Skalierung hat. Auf jeden Fall one-shottest du nicht hier instant den ganzen Trash mit Conduit. Den Conduit muss man eigentlich halbwegs early nehmen. Den könnte ich so jetzt langsam nehmen, dass er noch halbwegs Gegner tötet. Ansonsten ist er eh irgendwann einfach useless, wenn ich zu lange warte. Hier, da. Pack. Und das ist instant tot übrigens, weil es ein T16-Pack ist. Und ihr habt gesehen, da droppt Atem. So, jetzt ist mir der Trash weggelaufen. Aber mit dem Conduit kann ich jetzt den Elite wenigstens kaputt blitzen. Außer er läuft wieder er läuft wieder weg, ey. Der komische Klon läuft die ganze Zeit im Kreis gefühlt. Der greift halt nicht mal an. Der läuft halt irgendwie nur weg. Ich will euch auf jeden Fall den Effekt zeigen, wenn der stirbt, eigentlich. Er läuft einfach weg. Er will nicht bei mir sein. So, das höchste, wo ich hingekommen bin, war bis jetzt 154. Oh, guck mal, jetzt leckt es sogar. Der PTR-Server leckt ein bisschen. Aber gut, ist halt PTR. Hätte man auch so. So, ich bin geprockt. Jetzt nehme ich mir übrigens den Shield-Pylon. Wenn es mal reagieren würde. Gut. Alter. Ich weiß nicht, warum es jetzt gerade ultra laggy drin ist. Das ist das jetzt erste Mal, dass er bei dir drin leckt. Lecks hatte ich hier vorher noch nie drin in den Dingern. Kann sein, dass jetzt am Abend hier PTR nochmal ein bisschen abschmiert. So. Mal den Power nehmen. Und mal den Elite vielleicht irgendwie töten. Der will sich momentan überhaupt nicht töten lassen. Ist ein bisschen mies. Aber das Gute ist, am Ende, wenn man es nicht schafft, ist er eh tot. Und dann seht ihr den Effekt auf jeden Fall, der kommen würde. Seht ihr dann mal, wenn ich faile. Da, bam. Habt ihr gesehen, der ganze Trash gestorben. Hier ist so ein Pentagramm, Batsch, und dann kommt noch die Blutwelle. Also lohnt sich ja auch, den zu fokussieren. Mehr Elite und mehr Bosse oder sowas kommen hier drin auf jeden Fall nicht übrigens. Also ich habe jetzt nur diesen Klon bemerkt. Wenn ihr halt mit mehreren Leuten drin seid, kommen glaube ich mehrere Klone. Also ich habe auf jeden Fall auch schon DH-Klonen gesehen, wo ich mit Anastas drin war. Ich weiß nur nicht, ob ein DH-Klon und ein WD-Klon gleichzeitig da waren. Oder ob immer nur einer gleichzeitig da ist. Aber ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich mehrere kommen. Alter.
Alter, warum ist das denn jetzt so laggy? Das wird, glaube ich, nur ein PTR-Problem sein. Aber wir reden gleich noch, wenn ich da hier mit durch bin, reden wir ein bisschen mehr drüber. Über Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Hier seht ihr nur, wie ich mal so ein Ding durchspiele. Also es dauert auch schon ein bisschen, vor allem wenn es laggt. Jetzt seht ihr auch, ich mache langsam weniger Schaden. Ich habe so einen klassischen Spirit Brush Gruppenbild mehr zusammengebaut. Also ich müsste jetzt ein bisschen rein akkumulieren. Dann irgendwann ein bisschen Bum-Bum machen. Aber der Mob-Tab ist ziemlich kacke, weil die alle rausgehen aus meinen Phantasmen. Deswegen eben hatte ich einmal, wo ich auf 154 gekommen bin, hatte ich auch einen Mob-Type, der stehen bleibt. Also Kultisten-Mob-Type. Aber jetzt leckt es mich, obwohl das wird gleich voll sein, der Balken, weil es einfach nur leckt. Ich glaube, es kommt gar nicht auf meine Akkumulationsmechanik klar, der PTR-Server. Ich habe auch einen roten Ping. Oh, komm schon. Das passt jetzt natürlich super zur Demonstration, dass es bei der Demonstration so leckt. Aber ich bin eh gleich überwältigt. Auf dem Live-Server könnt ihr euch das quasi ohne Lag vorstellen, denke ich. So. So, bam. Overwhelmed. Wenn ich jetzt gestorben wäre, ich bin gerade eben gepockt, wäre ich auch overwhelmed worden. So. Und wenn dann die Truhe hier anklickt, die spawnt, dann kriegst du erstmal Level. Dann kriegst du die XP von dem Ding oben drauf gerechnet. Ihr seht, das gibt mir jetzt hier ordentlich Paragon schon, das Ding, dass ich bis 154 gekommen bin. Natürlich muss man rechnen, PTR gibt es 300% mehr XP. So viel XP wird es auf dem Live-Server nicht geben. Da gibt es quasi ein Viertel davon. So, je nachdem, wie viel sehr der PTR-Server jetzt noch weiterhin leckt, dürfte jetzt hier Loot aus dieser Truhe rauskommen. Natürlich passiert jetzt leider gar nichts und hier kommt nichts raus. Danke, PTR, für die super Demonstration. Ich glaube, der Server hat sich verabschiedet. Nein, da ist der Loot. Wuhu. So sieht das auf jeden Fall dann aus. Dann kommt hier Loot und dann kommen hier auch Bloodshards raus. Da haben wir natürlich auch mehr Bloodshards, deswegen sind über 1000 Bloodshards. Wir haben, glaube ich, verdoppelte Bloodshards auf dem PTR, also würden um die 500 rauskommen. Resist Thrive ist erstmal die Bloodshards. Aber wir jetzt auch 500, 600 plus die, die ich vielleicht schon bekommen habe. Also es gibt auch ordentlich viele Bloodshards dann am Ende. In ein paar Sekunden schließt sich das dann hier automatisch. Oder wenn ich rausgehe, ist es einfach zu. Also man hat auch nicht lange, um den Loot einzusammeln. Ich glaube, man kann auch gar nicht wieder rein, wenn man Bloodshards voll ist. Also man sollte immer leeres Inventar haben. Und ich habe jetzt hier einen von diesem Whisper of Atonement bekommen. Einen von diesen nur Augment Gems. Diese nur Augment Gems geben auch ganz normal nur Mainset, Geschick, Intelligenz, Vita und sowas beim Upgraden. Also beim Augment damit. Ja, und ganz normal Loot bekommen. Was habe ich mir noch aufgeschrieben dazu? Man sammelt da den Massaker-Bonus, falls ihr es eben gesehen habt, im Solo. Man kriegt auch von den Gegnern EP, aber die EP von den Gegnern ist verhältnisweise zu der EP, die es am Ende gibt, eigentlich gar nichts. Bedeutet auch eigentlich, wenn man sich einen XP-Schein holt, da drin bringt nicht so viel. Aber natürlich jetzt hier der Frenzy-Schein oder der Empowered-Schein würde mir jetzt ein bisschen was bringen. Ein bisschen Cooldown, ein bisschen mehr Attack-Speed und so. Ich weiß nicht, ob, wenn, ich weiß jetzt, bei welcher Welle war ich jetzt? Bei Welle 153? Ich weiß nicht, ob bei Welle 154, 100, 200 plus, ob da noch welche Mechaniken hinzukommen. Aber außer diesen Klon als Besonderheit habe ich da drin jetzt nichts wirklich gesehen. Ich gucke gerade, habe ich sonst irgendwas geschrieben noch? Nee. Jetzt meine Kritik dazu. Ich finde das ja von Konzept her mal was anderes als Great Rifts haben, mal was anderes als Bounties haben, anderes als normale Rifts haben, finde ich ja okay. Ich finde okay, dass du in Great Rifts die Keys dafür findest. Die Keys sollten vielleicht ein bisschen seltener sein, dass es ein bisschen was Besonderes ist. Also nicht jeder Great Rift sollte mir eins von diesen Dingern geben, sondern keine Ahnung, vielleicht jeder Zehnte oder so, dass ich nicht ständig dieses Zeug machen soll. Wenn du ständig dieses Wellenzeugs machst, wird es auf Dauer langweilig. Dass es ein bisschen seltener ist, auf jeden Fall würde ich so machen. Und dann würde ich da ein bisschen mehr Variety reinbringen. Also es ist wirklich stumpf. Masse kloppen, vielleicht den Klon noch töten. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Richtig viel Schaden kriegst du da auch nicht. Also es wird immer irgendwann einfach an deinem Damage mangeln, dass du die Gegner nicht mehr tot kriegst. Die werden dich eher nicht tot kriegen, wenn du einen gescheiten tanky Build spielst. Ja. Und daran wird es mangeln. Da am Ende kriegt man halt einen Haufen EP. Wenn das dann eine Gruppe macht, kommt man vielleicht bei 200, 300 plus raus oder so. Aber sitzt da halt 4 Minuten auf einer Stelle, statisch, und klatscht nur Wellen an Gegnern. Was das dann cool ist, ist, dass mal Builds belohnt werden, die eher statisch sind, anstatt Movement-Builds. Als WD bin ich immer so ein kleiner Movement-Cripple auf jeden Fall. Ich bin sehr langsam, ich kann schlecht im Vorbeigehen Gegner töten. Also finde ich es mal gut, wenn ich irgendwas habe, wo ich nur auf der Stelle stehen muss. Wo ich meinen Voodoo platzieren kann, ich kann mich in dem Voodoo bewegen, wo ich, keine Ahnung, mal auf einer Stelle die ganze Zeit meine Phantasmen akkumulieren kann oder so. Natürlich, der PTR-Server laggt jetzt ohne Ende. Sowas finde ich ganz praktisch. Oder kann ein Marauder DH, der seine Türme aufbaut und nicht alle paar Meter neu platzieren muss und deswegen schlecht speeden kann oder sowas. Keine Ahnung. Nur ein Beispiel. Das ist ja ganz cool, aber da muss mehr Kreativität rein.
da muss irgendwas kommen, wie das, keine Ahnung, nach Welle 100 spawnt ein Boss. Trash alles weg und ein Boss spawnt. Du hast noch eine gewisse Zeit, bis du overwhelmed wirst von dem Boss. Oder dass du irgendwann, keine Ahnung, ab 150 oder sowas, movest du in die nächste Stage. Dass mal ein neuer Mob-Type kommt und du eine andere Ebene hast. Und, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Effekte dazu kommen. Meinetwegen sollen überall Arcane-Laser auf der Map spawnen. Oder dass du irgendwie einen Debuff oder einen Buff bekommst, keine Ahnung. 50% weniger Movement Speed oder 100% mehr Crit-Schaden. Irgendwie so Randomness oder sowas. Ich fand das ja ganz gut. Ich habe das mal so im Stream eben verglichen mit dem Würfel aus Lost Ark. Jeder, der ein bisschen Lost Ark gespielt hat oder mir dabei zugesehen hat, da gibt es sowas wie den Würfel. Der ist sowas ähnliches quasi. Da findest du auch so Tickets für. Dann kannst du da reingehen. Und da fightest du auch quasi in einem Raum. Kommen entweder Wellen an Gegnern, die du in gewisser Zeit tötest. Oder es kommt mal eine Phase, wo du nur überleben musst, wo so Selbstmördergegner kommen. Sowas haben wir in Diablo auch. Oder es kommt mal einfach nur was, wo du einen Boss töten musst. Und in jedem Raum, immer wenn du einen schaffst in der vorgegebenen Zeit, movest du in den nächsten. Kommst immer random, es rollt sich so aus, in jedem Raum entweder ein Buff oder ein Debuff. Kannst keine Auto-Hits benutzen, wirst geslowed, bekommst mehr Movement-Speed oder weniger Movement-Speed, bekommst mehr Crit-Schaden, hast höhere Cooldowns, lowere Cooldowns, solche Sachen kommen dazu. Der PTR spielt schon wieder rum. Solche Randomness, so ein bisschen einen kleinen Spannungsbogen da drin, das wäre wichtig. Und das ist ja auch das, was Diablo so ein bisschen ausmacht. In Diablo haben wir nun mal nichts, was einfach safe, ja, hier gut, du hast jetzt die Map und den Mob-Type und fightest die Wellen bis zum Ende. Keine Ahnung, kommt es immer bis Welle 160 oder so. Wir haben ja in Diablo beim Looten halt, dass wir random Items droppen, dass dadurch ab und zu mal ein geiles Item kommt und wir uns dann freuen. Oder wir random Great Rifts machen, wo random Mob-Types und random Maps drin sind, random Layouts, random Boss am Ende oder sowas. Dass wir uns da freuen, wenn das alles passt. Also wäre auch sowas cool, wenn da dann auch an gewissen Punkten verschiedene Bosse kommen würden, verschiedene Buffs bekommen würdest, mal verschiedene Pylons bekommen würdest und nicht immer einen Shield, einen Channeling, einen Conduit und einen Power, sondern dass das auch irgendwie random spawnen würden. Keine Ahnung, alle 50, alle 100 Wellen kommt halt ein Pylon, aber irgendeiner sowas reinbringt. Spannung und nicht statisch das Gleiche, immer wieder das Gleiche und es kommt halt nur mal ein anderer Mob-Type. Und das war's. Das fehlt da drin, ne? Ansonsten finde ich, die Grundidee könnte ja passen. Aber da fehlt die Tiefe. Wenn wir das Ganze mal mit den letzten beiden Season-Themen vergleichen, die Serials und die Soul Shards, da stand ja viel mehr auch so Entwicklung-Ding. Wir hatten bei den Soul Shards insgesamt 21 verschiedene Effekte. Und verschiedene Soul Shards, die verschiedene Werte rollen konnten, die wir noch mit einem extra Upgrade-Material upgraden mussten und sowas, die wir dann auch als Augment benutzen können. Oder bei den Ethereals, das waren auch 21 verschiedene Ethereals, die alle ihre eigenen spezifischen Effekte hatten, immer eine gewisse Auswahl an Effekten rollen konnten und so. Die auch halt speziell für verschiedene Builds waren und so. Die du nur auf der Klasse finden konntest, wie du die dann auch benutzt. Da so ein bisschen mehr Inhalt irgendwie. Das ist jetzt eine Endgame-Aktivität, was ich ultra cool finde auf jeden Fall. Eine Endgame-Aktivität als Season-Theme, die auch vielleicht von der XP her, das muss man noch vergleichen, mit sowas wie Great Rifts mithalten kann. Aber es fehlt die Tiefe. Da muss mehr kommen. Da muss Variety rein. Das ist das, was fehlt. Ich hoffe, das kommt auch vom PTR, dass sie da genug Feedback bekommen, dass sie da irgendeinen Spannungsbogen reinbauen und vielleicht ein Competitive-System, um sich da zu messen. Also, ich sag mal so, kann ich sagen, ah, hier im Stream, ah, ich habe 200 oder 300er Tier geschafft, bla, aber du kannst dich nicht mal mit jemandem vergleichen oder so. Jetzt hätten wir theoretisch wieder ein unendlich, also nahezu unendlich steigerndes Schwierigkeitslevel, in dem man sich messen könnte. Nicht wie Great Rifts, die bei 150 gecapped sind, wo es nur noch um die schnellere Zeit geht, sondern da könnte man sich auch mal wieder von der Stufe her messen. Dafür ein 1er, 2er, 3er, 4er und Solo-Klassen-Leaderboard. Wäre die auch prima. Wäre cool. Wäre ganz lustig. Hätte man wenigstens so einen Ansporn, sich da hochzufighten dann. Ja, das ist mein Part zum PTR. Auch fast wieder eine halbe Stunde Video. Jetzt kurz noch zu den PTR-Bugs, die auf dem PTR sind momentan. Der Server läuft schlecht. Ihr seht's, ich bin rausgeflogen. Es hat ultra geleckt. Man bekommt ab und zu so DCs und noch ein paar Rollbacks auf dem PTR, speichert einfach manchmal Sachen nicht, dann hat es die letzten drei Grifts, die du gemacht hast, nicht gespeichert einfach, viele Crashes, manchmal kommt man dann auch nicht in-game, sondern hat eine Queue die ganze Zeit, mal gucken, ob ich reinkomme direkt, creating game, dauert ein bisschen, wahrscheinlich steht hier gleich Queue, ja, das hier, da hilft meistens nur neu starten das Game oder mal Char wechseln oder so, weil man die ganze Zeit nicht reinkommt, dann kommt die ganze Zeit das Server busy. Oder ihr werdet rausgeschmissen aus dem Game und bleibt hängen bei Retrieving Hero Liste, also Laden der Heldenliste. Müsst ihr auch probieren, bis ihr wieder reinkommt. Ich weiß nicht, warum diesmal der PTR so kacke läuft, was sie damit gemacht haben. Aber so schlecht lief ja im PTR, glaube ich, noch nie.
Und ich erwarte, denke jetzt nicht, dass gerade die hunderttausende Leute PTR spielen oder sowas. Aber der läuft echt sehr, 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 sehr schlecht, muss man sagen, von der Qualität her. Dann die Legendary Gems, die man aus dem Bag bekommt von dem PTR-Händler, kann man momentan in die Rüstung reinsockeln. Das zeige ich euch mal hier am ersten Monk. Der hat hier nur einen 18er gemacht. Ist das so einer? Ja. Der hat in seiner Rüstung einen Stricken, einen Powerful, einen Iceblink. Und hier nochmal Invergating und Molten Bite Beast Gizzard. Das ist kein Bug, den wir auf dem Live-Server sehen werden, denn das geht nur mit den Legendary Gems, die aus dem Bag von dem PTR-Händler kommen. Die, die ganz normal droppen in Greater Rifts, die kannst du weiterhin nur in deinen Schmuck reinmachen. Bedeutet ja, auf dem PTR ist es jetzt kacke, weil das verfälscht die PTR-Leaderboards, muss auf jeden Fall gefixt werden, aber es ist kein Problem, was wir auf den Live-Server nehmen werden, weil es diese Legendary Gems, die hier, die sehen zwar aus wie alle anderen, aber sind es nicht. Die können, also die normalen können das nicht. So ein Bug wird es nicht auf Live-Server gehen, aber das ist momentan ein Problem auf dem PTR, falls ihr das hier überall seht. Dadurch kannst du auch mehrmals denselben Legendary Gem reinnehmen. Könntest jetzt hier einen Powerful in die Rüstung hauen und einen Powerful anziehen, aber dann den anderen Powerful, der gedroppt ist, quasi normal. Ja, das geht momentan. Und ich glaube, das war es sonst soweit mit Bugs auf dem PTR. Ja, und das war es auch, glaube ich, soweit sonst mit dem Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, haut es in die Videokommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen beim Testen oder so oder auf dem PTR, im Stream oder im nächsten Video. Bis dann!